Willst du endlich kooperieren, Del Niro? Ich will einfach nur raus hier. Der einzige Weg heraus ist es, meine Fragen zu beantworten. Fangen wir nochmal von vorne an. Reden wir über den Anruf, den du bekommen hast. Ich glaube, hier geht es tatsächlich darum, dass wir hier nicht irgendwie rauskommen, auf Teufel komm raus, sondern dass wir hier die richtigen Antworten geben. Antworte Mist, zu spät. Reden wir über. Ich wollte jetzt erst erst oder das zweite. Da war ein Typ, der Informationen zu einem meiner Fälle hatte. Warum redet er nicht? Okay, das muss schon eine verdammt wichtige Information gewesen sein, dass du dafür mitten in der Nacht zum Hafen schleichst. Um was für eine Information geht es denn? Komisch, dass er nicht redet. Es ging um eine alte Flamme von mir, die auf den Bahamas abgehauen ist. Nein, Informationen über eine Person, die ich suche. Interessant. Deiner Geschichte zufolge hast du dich sofort nach dem Anruf auf zu den Melville Docks gemacht. Wie bist du zum Hafen gekommen? Kann mich nicht erinnern, mit meinem Auto. Ich habe ein Taxi genommen. Ich bin hingespaziert. Ich habe nachts immer gerne etwas Bewegung. Ich habe ein Taxi genommen. Interessant. Aus den Telefonaufzeichnungen wissen wir, dass du um 0.27 Uhr eine Taxifirma angerufen hast. Aber wir haben keine Beweise, dass du auch wirklich ein Taxi genommen hast. Wie erklärst du dir die Tatsache, dass kein Fahrer dich gefahren haben will? Scheiße, stimmt ja. Vielleicht war er besoffen, ich habe einen Chinesen bedroht, der so tat, als sei er Mexikaner. Keine Ahnung, ich habe den Taxifahrer dafür bezahlt, dass er den Mund hält. Mit der Haltung kommst du nicht weit. Hast du jemanden getroffen, als du am Hafen ankamst? Wir müssen schnell sein. Nein, da war niemand. Also hast du niemanden getroffen. Was hast du gemacht, als du am Hafen ankamst? Ich habe ein Taxi gerufen, ich habe den Himmel nach Sternschnuppen abgesucht, das geht dir nichts an, ich habe mich umgeschaut. Gut. Die Beamten sagten, dass du auf dem Hafengelände warst. Warum bist du auf die Piers? Waren Blutspuren, ich hatte ein Geräusch gehört, ich stehe auf die Stimmung, verlassenen Häfen bei Vollmond. Instinkt, weißt du, was das ist? Ich hatte ein Geräusch gehört. Warum muss ich das jetzt synchronisieren? Was hast du an den Piers vorgefunden? Jetzt rat mal. McLanes Leiche. Interessant. Wenn es dir nichts ausmacht, Del Niro, erzähle ich dir jetzt mal meine Version des Hergangs. Leider ist die nicht so aufregend wie deine. Es kommen keine geheimnisvollen Männer oder anonymen Anrufe darin vor. Ich glaube, jemand verfolgte Sean McLean. Und derjenige hielt es für eine gute Idee, dir aufs Auge zu drücken, dass er im Hafen war. Vielleicht hat er dafür Geld genommen. Vielleicht ist das Teil eines Kodex zwischen euch Privatschnüfflern. Das ist doch Quatsch. Lass mich ausreden, Del Niro. Mit dieser Information bist du in ein Taxi gestiegen und du hast auch deine Knarre nicht vergessen. Als du ankamst, hast du McLean vorgefunden und ihm eine Kugel in den Bauch gejagt. So ist das doch gelaufen. Gib's endlich zu, Del Niro. Scheiße, die Kugel, die wir abgefeuert haben, ist in seinem Bauch gelandet. Ich habe McLean nicht getötet. Nein? Dann reden wir mal über die Knarre, die du in der Hand hattest, als die Beamten dich am Hafen überraschten. Du hast hinter den Docks rumgeballert und bist wie ein Irrer mit deiner Knarre in der Hand weggerannt. Ist das soweit richtig? Ich bin nicht weggerannt. Die Paraffinanalyse deiner Waffe belegt, dass du sie heute Nacht abgefeuert hast. Wie erklärst du dir das? Ich habe doch schon gesagt, dass die Knarre während des Handgemenges losgegangen ist. Natürlich, das Handgemenge mit dem rätselhaften Fremden. Ein Mann, dessen Gesicht du nicht erkennen konntest und von dem die Beamten keine Spur fanden. Del Niro, es waren heute Nacht nur zwei Leute am Hafen. Du und McLean. Du bist derjenige, der McLean getötet hat. Warum hätte ich ihn umlegen sollen? Aus Rache, Del Niro. Einfach nur aus Rache. McLean hatte eure Verbindung zum Valenti-Clan zugegeben. Und das hat ihn nur seinen Job gekostet, während du ein Jahr einsetzen musstest. Das scheint mir doch ein plausibles Motiv für einen Mord zu sein. Das sind doch nur Vermutungen, Malone. Das sind Tatsachen, Del Niro. Gesteh endlich. Du hast McLean erschossen. Ich war's nicht. Gib einfach zu, dass du schuldig bist, Del Niro. Du hast keinerlei Beweise. Del Niro. Das Gesetz erlaubt es mir, dich so lange hier zu behalten, wie es mir angebracht erscheint. Wenn du jetzt gestehst, wird dir der Richter eine verminderte Strafe geben. Wenn nicht, wirst du so lange in diesem Raum sitzen, bis wir die Beweise gesichert haben, die belegen, dass du der Täter bist. Und wenn wir absolut nichts finden, fällt uns sicher irgendetwas ein. Auf Wiedersehen, Del Niro. Bastard! Verdammt!
Malone braucht sicher nicht lange, um Beweismittel gegen mich zu finden. Ich muss mich irgendwie aus dieser Lage herauswinden. Noch ein Gespräch oder müssen wir jetzt hier wirklich ausbrechen? Hier kann ich nicht... Ärgerlich. Ich habe nichts bei mir. Ein Verhörtisch. Ich... Hey, ist da jemand drin? Wenn du mich hier länger festhalten... Das bringt... Hallo? Was ist jetzt los? Jemand hat deine Kaution bezahlt. Hol deine persönlichen Gegenstände am Schalter ab und verschwinde. Wir brauchen den Raum. Jetzt, wo ich gerade angefangen habe, mich richtig wohlzufühlen. Wenn du willst, kann ich dich für ein paar Tage in eine Zelle stecken. Ist das eine formelle Einladung zum Tee mit deiner Familie? Hä? Oh, der ist gut gewesen. Ich sollte hier lieber schnell verschwinden. Ich will keine Minute länger hier verbringen. Interessant, wer hat uns denn die Kaution bezahlt? Das ist ja interessant, also das ist interessant, habe ich schon gesagt. Greta? Vielleicht? Ich sollte erst meine persönlichen Gegenstände abholen. Ach so. Ich will nicht, dass ein Polizist lange Finger bekommt und die Sachen klaut. Das ist der Schalter, wo man seine persönlichen Gegenstände abgibt. Oder war das vielleicht, war das ja irgendwer anders. Entweder, ja... Wer bleibt denn noch übrig? Theoretisch könnte... Ich habe ja diesen... wie hieß der? Smiley, ne? Den habe ich auch nicht vergessen. Und vor allen Dingen mit dem falschen Ausweis und sowas. Also da könnte doch irgendwas mit dem noch zusammenhängen. Aber der wird unsere Kaution nicht bezahlt haben. Da ist ja unser... unsere Sachen. Meine persönlichen Gegenstände. Ich hoffe, es fehlt nichts. Vor allen Dingen der Film nicht. Seans Flasche Whisky. Die Beamten müssen gedacht haben, das sei meine. Sonst hätten sie mir sicher nicht gegeben. Wo ich doch angeblich deren Besitzer ermordet habe. Idioten. Aber echt mal. So, dann gehe ich. Tschüss. Hey, lasst mich hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das Polizeidezernat Hoboken. Ich war schon seit Jahren nicht hier. Hat sich nichts geändert. Da hängen immer noch die gleichen alten Fotos an der Wand wie zur Zeit, als ich hier arbeitete. Beamte mit rausgedrückter Brust, die dem Bürgermeister die Hand schütteln. Ich habe diesen Ort wirklich nicht vermisst. Naja, egal. Zeit rauszufinden, wer der gute Samariter ist, der meine Kaution bezahlt hat. Genau, das sollten wir tun, aber vorher möchte ich mich doch gerne noch so ein bisschen hier in dem Polizeikommissariat umsehen. Die Bänke des Departments. So unbequem wie die Wahrheiten, die der Grund sind, warum Leute hier Platz nehmen. Ich will mich nicht hinsetzen. Natürlich will er das nicht. Feuerlöscher? Kann man ja auch mal gebrauchen. Feuerlöscher. Was soll ich mit einem Feuerlöscher in meinem Mantel? Falls es mal brennt, dann hast du mal wieder keinen Feuerlöscher zur Hand. Also musst mitdenken, Jack. Einer dieser aufgeblasenen Preise, die Bürgermeister gerne verleihen, um sich beliebt zu machen. Mal ganz ohne Witze. Diese Tafel wurde Malone für seinen Kampf gegen das Verbrechen hier in New York verliehen. Da steht, für seine unnachgiebige Wahrheitsliebe. Das ist so, als würde man Al Capone den Friedensnobelpreis verleihen. Okay. The City of New York, Leroy Malone, aha. Okay, die Westen. Schön. Hilft uns aber, glaube ich, auch nicht weiter. So, wir gucken mal, wir können... hoch, wir können runter. Wir können da hinten rein. Boah, haben wir viele Möglichkeiten jetzt. Aber ich schaue mich erstmal hier um. Ein paar Akten durchsuchen. Das Kabuff vom Portier des Dezernats. Ich glaube kaum, dass der Beamte sich freuen würde, mich zu sehen. Man weiß es ja nicht. Vielleicht hat er nie Gesellschaft. Das Polizeidezernat Hoboken. Ich war schon seit Jahren nicht hier. Das wissen wir ja schon. Der Posten des Diensthabenden. Dann wird der doch vielleicht wissen, wer die Kaution bezahlt hat, oder? Ich meine, wenn man reinkommt, kommt man direkt an ihm vorbei. Oh, so. Hallo, Officer. Was kann ich für Sie tun? Kannst du mir sagen, wer die Kaution für mich bezahlt hat? Kannst du mir sagen, wer die Kaution für mich bezahlt hat? Nennen Sie mir Ihren Namen. Jack Del Niro. Jack De Niro. Del Niro, nicht De Niro. Okay, beruhigen Sie sich. De Niro. Jack Del Niro, da haben wir sie ja. Um 1.13 Uhr entlassen. Kaution wurde gestellt von Victoria Diaz.
Tja, Sergeant Diaz hat ihre Kaution gestellt. Mann, Sie haben mächtige Freunde. Sieht so aus. Wo finde ich Sergeant Diaz? Oberstes Stockwerk. Die Treppe ist ganz hinten rechts. Danke. Ich will mit Malone reden. Tut mir leid. Der Lieutenant arbeitet gerade an einem Fall. Ich muss mit ihm reden. Es ist wichtig. Tut mir leid, selbst wenn ich wollte. Ich bin der Hauptverdächtige in dem Fall, an dem der Lieutenant arbeitet. Ich glaube nicht, dass Lieutenant Malone erfreut sein wird, dass du mich weggeschickt hast. Okay, warten Sie hier. Ich sag ihm Bescheid. Ah, jetzt geht er weg und jetzt können wir rumschnüffeln, auch wenn ich noch nicht genau weiß, warum. Super. Nein, ich sehe hier nichts, das mir im Moment weiterhilft. Das war zu früh. Das hätten wir jetzt noch nicht machen brauchen. Der Beamte kommt zurück. Okay. Aber wir wissen schon mal, wie es funktioniert. Der Lieutenant wartet im Verhörraum auf Sie. Ich nehme an, Sie wissen, wo das ist. Ja, ich kenne sogar die Panoramastrecke darin. Sehr gut. Ich habe meine Meinung geändert. Hab ihm jetzt nichts zu erzählen. Ich habe meine Meinung geändert. Habe ihm nichts zu erzählen. Gut, wir wollen ja jetzt auch nicht mit ihm reden. Ein Feuerlöscher. Was soll ich mit... So, was haben wir denn hier? Eine amerikanische Flagge. Ich muss unbedingt eine für mein Büro kaufen. Das würde ihm eine Spur Patriotismus verleihen, die bisher fehlt. Stimmt, die hat eigentlich so jeder als Detektivbüro, muss irgendwie so eine Flagge von seinem Land haben. Das ist da, wo es ist, ganz gut aufgehoben. Ich dachte, du wolltest eine haben. So, wir könnten rausgehen, aber natürlich nicht. Wir müssen jetzt mit dem Sergeant Diaz reden. Und warum stellt ein Sergeant für uns die Kaution? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Die Bänke des... Ach, das sind auch nur Bänke. Ich dachte, das wäre hier der Karton. Aber das war wohl falsch. Ich gehe erstmal hier hin. Weil hoch können wir ja, sollen wir ja sogar. Hey, Sie! Da können Sie nicht rein. Das ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und runter? Weil wir sollen ja hoch, hat er ja gesagt. Wollen wir mal runtergehen? Okay, wo kommen wir da jetzt hin? Aha. Archiv. Werbeposter, die die Vorteile einer Karriere bei der Army beschreiben. Die Welt bereisen, Erfahrungen sammeln und stolz auf sich und sein Land sein. Zum Glück haben sie da ein Bild von einem Panzer drauf. Sonst hätte ich gedacht, es geht hier um eine Werbung für ein Kreuzfahrtschiff. Okay. Hier unten ist das Archiv, da müssen wir bestimmt auch noch später hin. Da brennt auch eine rote Lampe. Da leuchtet ein Licht über der Tür. Ich glaube, das zeigt an, dass die Tür zu ist. Aus dem roten Licht schließe ich, dass sie im Moment zu ist. Wie gesagt, ja. Ich glaube, wir können die aufmachen, wenn wir den Portier wegschicken. Von oben, weißt du? Aber wir wissen jetzt noch nicht genau, warum wir hier rein sollten. Oder wir müssen hier eine Karte klauen, beziehungsweise wir müssen die Karte von dem Portier mitnehmen, der oben liegen hat. Ein Kartenleser. Ich sehe zum ersten Mal so ein Ding. Man zieht seine Karte durch und das Gerät sagt einem, ob man rein darf oder nicht. Alles ganz einfach, wenn man nur eine Karte hat. Ah. In den Polizeiarchiven gibt es alle Informationen über die Festgenommenen. Wenn man was angestellt hat, findet man da sicher auch ein Foto. Es gibt keine Klinken oder Schlösser. Man kommt da nur über diesen Kartenleser rein. Gut, aber wie gesagt, das ist noch zu früh, nehme ich mal an. Wir können dann den Portier ablenken, die Karte holen, dann können wir rein. Aber wir wissen ja noch nicht warum, also gehen wir erstmal hoch und reden mal mit dem Sergeant Diaz. Sergeant Diaz, dieses Verhalten ist inakzeptabel. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Ermittlungen behindern. Es ist schon etwas weit hergeholt, das überhaupt Ermittlungen zu nennen. Ich werde nicht mit Ihnen über meine Methoden diskutieren. Ich bin Ihr Vorgesetzter und ich befehle Ihnen, sich aus der Sache rauszuhalten. Andernfalls werde ich mich um Sie auch noch kümmern müssen. Was wollen Sie machen? Mich auch in eine Zelle sperren? Halten Sie sich einfach raus. Alles andere wäre nur zu Ihrem Schaden. Del Niro, nutz die Zeit, die dir bleibt, wie du es für richtig hältst. Aber in 24 Stunden steckst du sowieso wieder in einer Zelle. Und ich bin derjenige, der dich dahin bringen wird. Welche Ehre! Da kannst du witzeln, so viel du willst. Die Wahrheit wird auf die eine oder andere Weise ans Licht kommen. Dir macht die Rolle als untadeliger Bulle richtig Spaß, was, Malone? Die Rolle fällt mir einfach, wenn ich es mit einem Killer zu tun habe. Du kannst nicht beweisen, dass ich McLean umgebracht habe. Das wird schon noch, Del Niro. Das wird schon noch. Ach, noch was. Ich schlage vor, dass du die Stadt nicht verlässt.
Ich habe persönlich dafür gesorgt, dass jeder Beamte in New York über dich Bescheid weiß. Wenn sie dich auch nur mit dem großen C außerhalb der Stadt erwischen oder irgendwo, wo du nichts zu suchen hast, kassieren sie dich und du gehst in den Knast. Eine ganze Polizeiabteilung, die jede meiner Bewegungen beobachtet. Ich fühle mich ob solcher Aufmerksamkeit wahrhaft geehrt. 24 Stunden, Del Niro. Gib mir 24 Stunden. Ich mag ihn nicht. Sergeant Diaz. Lass das, Jack. Nenn mich Victoria. Du hast ja ganz schön Karriere gemacht in den letzten Jahren. Ich kenne dich noch als absolutes Greenhorn. Eine Menge Zeit ist vergangen, Jack. Jeder hätte das geschafft. Das glaube ich nicht. Wenn ich noch bei der Truppe wäre, wäre ich sicher noch in der Central Station auf Streife. Du hättest ohne weiteres Lieutenant werden können, wenn du nur etwas gesunden Menschenverstand hättest. Ich habe eine etwas ambivalente Beziehung zum gesunden Menschenverstand. Was keine gute Eigenschaft für einen Polizeibeamten ist. Aber davon ab, wir müssen reden. Gibt es hier irgendwo eine ruhige Ecke? Mein Büro sollte eigentlich ruhig genug sein. Ich war schon 2 Jahre im Dienst, als Victoria in die Abteilung kam. Sie war eine von den Grünschnäbeln direkt von der Akademie und überzeugt davon, dass sie diese Stadt zu einem besseren Ort machen könnte. Sie hat schnell feststellen müssen, dass das nicht der Fall war und dass die Dinge für sie nicht so einfach werden würden. Vorher hatte noch nie jemand von einer Polizistin gehört. Und niemand wollte etwas mit ihr zu tun haben. Ein mexikanisches Mädchen, das sehr gut losheulen konnte, sobald der erste Schuss fällt. Nicht gerade der ideale Partner. Also entschied Captain Myers, sie mit jemandem zusammenzustecken, der keine Schwierigkeiten machen würde. Sean und ich waren ideal. Wir hatten so viele Disziplinarstrafen auf dem Buckel, dass wir in keiner Position waren, uns auch nur ansatzweise zu beschweren. Also lernten wir die Kleine an. Wir brachten ihr alles bei. Wie man Hinweisen nachgeht, wie man jemanden verhört und wie man mit einer Schusswunde nach Hause kommt. Victoria lernte schnell. Ja, sie war schüchtern, aber sie hatte Instinkt. Sean und ich mochten sie von Anfang an. Ah, jetzt kann ich wieder, okay. Also kennen die beiden sich ziemlich gut. Deshalb hat sie die Kaution bezahlt, weil sie nicht wollte, dass er im Knast bleibt. Das ist echt interessant. Und wie sie damit zusammenhängt, das überlege ich auch gerade. Ich bin mir mal gespannt, ob sie uns nur helfen wollte oder ob da mehr hinter steckt. Und warum er tot ist und was das alles miteinander zu tun hat, das ist alles ziemlich merkwürdig. Aber ich würde sagen, wir machen das in einer neuen Folge von Face Noir fest und versuchen das herauszufinden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.